Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst, im heutigen Video bauen wir was richtig, richtig Cooles. Und zwar bauen wir hier einen kleinen, feinen Hocker. Die Form ist ziemlich cool. Ihr seht, die ist schon relativ rund und der Klotz ist auch ziemlich massiv gewesen. Das Ganze werden wir auf der Drechselbank rund machen, also richtig viel Holz auf der Drechselbank. Dann werde ich euch noch zeigen, wie man ganz einfach hier diese Pfosten einsetzt. Das sieht sehr viel oder sieht eventuell kompliziert aus. Ist es aber nicht, das zeige ich dir alles in diesem Projekt. Und alles, was ich im Video verwende, ist eigentlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich wette, einige von euch werden sich danach die Finger lecken, nach diesem ganzen schönen Holz hier. Und ich benutze das auch wirklich nur für ganz spezielle Projekte. Wir haben hier viel Meranti dabei. Das hier ist zum Beispiel Meranti, das hier oben ist auch Meranti. Dann haben wir hier aber noch eine Holzsorte dabei, da weiß ich gerade noch nicht so genau, was das ist. Das ist auch sehr, sehr, sehr schwer im Vergleich zu Meranti. Also es wiegt wirklich gar nichts. Das hier könnte Pflaume sein. Dann aber noch andere schöne Hölzer wie Buche, damit man auch noch so ein bisschen Vielfalt im Projekt hat. Walnuss, Eiche, ist alles ein bisschen was dabei. Das ist übrigens ganz, ganz besonderes Holz, denn das wurde von einer Maus gesignatured. Kann man das so sagen? Wo habe ich das ganze Holz her? Würdest du mir auf Instagram folgen, hättest du es gesehen, denn das Holz lagert tatsächlich in einem alten, kranken Wagen in sowas wie einer Scheune. Das kann ich ja hier nicht zeigen, das gab es nur auf Instagram. Ich will nur ein bisschen helles Holz holen und aus dem Grund hole ich Eche. So. So, heute greife ich irgendwie voll in die Lamasse. Erst Mäusekacke, dann Marderkacke. Die ganzen Teile habe ich jetzt erstmal zurechtgelegt und habe sie dann auch auf Länge geschnitten. Und ich habe mir jetzt markiert, welche Teile zu welchen Teilen gehören, damit ich sie dann gleich hobeln kann. Und danach kann ich es auch schon zusammenleimen. Ich werde die Teile rein durch die dicken Hobelmaschine schieben, denn die Teile sind schon so gut gerade, da muss ich sie nicht noch abrichten. Und das wird so eine massive Leimoberfläche werden, deswegen, auch wenn das Teil ein bisschen rund ist, ist die Leimung immer noch stabil genug. Nachdem ich jetzt die ganzen Teile hier gehobelt habe, kann ich sie leimen. Um das zu verleimen, nutze ich als erstes hier meine Rohrschraubenzwingen. Die findet ihr auf meiner Webseite. Da habt ihr einfach schon zwei Auflagepunkte. Das ist ziemlich praktisch. Und später könnt ihr noch mit normalen normalen Schraubzwingen nachspannen. Und hier werde ich jetzt auf jedes Brett mal Leim geben. Leim zu verstreichen, nutze ich wie jedes Mal hier meine gute Farbrolle. Ich mache die auch nicht sauber übrigens, die Rollen. Ich lasse die einfach aushärten, nachdem ich sie benutzt habe. Und dann wird die Oberfläche immer härter. Lässt sich dadurch aber auch nicht schlechter drin verstreichen. Jetzt hier einfach die Zwingen zusammenschieben. Und dann können wir langsam anfangen, das zusammen zu zwingen. Dadurch, dass das aber auch echt hier so viele Zwingen, beziehungsweise so viele Holzstücke sind, und ich auch teilweise ein bisschen viel Holzleim draufgegeben habe und es dazu noch kalt ist. Ja, was wollte ich sagen? Dadurch verrutschen die Teile jetzt natürlich ein gutes Stück schneller als sonst. Wenn ihr da gleichmäßig Spannung drauf bringt, dann sollte das schon funktionieren. So, ich bin gerade ziemlich verwundert, denn ich habe das Geleimte hier gerade so 2 Stunden ruhen lassen. Ihr habt ja gesehen, dass ich den Holzleim relativ gut aufgetragen habe.
Aber hier ist eine Leimfuge auseinandergefallen. Komplett. Also, ich kann mir das gerade gar nicht erklären. Hier seht ihr das Teil. Das war hier so verbunden. Und ihr seht ja auch anhand hier von diesem Oberflächenbild, dass das gleichmäßig aufgepresst wurde. Aber ich weiß nicht, warum das nicht gehalten hat. Jetzt mal ohne Witz. Ich freue mich auf euren Kommentar. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Holzland is getting on the wood. Ich glaube, ich habe noch nie so einen coolen Holzrohling zusammengeleimt. Doch, einmal bei diesem Projekt. Ach, ich krieg einen Anruf. Ah, ja. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier irgendwie verleimen bekommen. Hopple. Wäre, was machen die da? Wir sehen jetzt noch eine Lücke, aber ich will die Spannung gleichmäßig überall drauf bringen und nicht nur eine Rohrschraubzwinge dann komplett zubumsen, dass das Ding zieht. Deswegen mache ich das gemeinsam mit allen Stück für Stück. Das ist sinnvoller. Schöne Sache. Ja, der Klotz, der hatte jetzt ungefähr 3 Tage Zeit auszuhärten, also dass der Leim trocknen kann. Und ich hatte bei der Leimung ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ob man es im Videomaterial sehen konnte, aber das Meranti wollte partout nicht verleimt werden. Ihr seht hier einen relativ krassen Riss. Ich hoffe, dass es jetzt auf der anderen Leimstelle, dass es dort einigermaßen hält. Auf jeden Fall habe ich euch auf Instagram gefragt, was ihr dazu sagt, warum Meranti, warum sich das nicht so gut leimen lässt. Viele, viele, viele haben mir geschrieben, dass es an den Ölen liegen kann, die im Holz sind. Also waren wirklich sehr viele. Und auch ein paar Schreiner haben mir das geschrieben. Dann gab es aber die Fraktion, die hat gesagt, absoluter Quatsch, im Meranti ist absolut kein Öl, daran wird es nicht liegen. Genau. Was kann ich dazu sagen? Oder ihr habt es ja auch gesehen. Ihr habt gesehen, dass das Holz an vielen Stellen verleimt worden ist. Und an vielen, an den ganzen Stellen hat es tadellos funktioniert, außer an dieser einen Stelle, wo es Meranti ist. Temperatur. Ihr seht, es ist gerade ein bisschen kälter, aber als ich die erste Leimung tat, war es relativ warm. Da waren es 15, 16, 17 Grad. Das bedeutet, es sollte eigentlich warm genug sein, dass... Ja. Hi, Vater. Weißt du, wo die neue Kopfhörer sind von meinem Handy? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also an der Temperatur wird es wohl wahrscheinlich auch nicht liegen. Wie gesagt, wir haben ja die Referenzverleimung, an den anderen Stellen hat es funktioniert. Was noch? Der Leim war auch nicht kaputt, der ist echt noch nicht alt. Nächste Sache, die Leimoberfläche war auch okay. Es war flach gehobelt und deswegen auch hier sollte es kein Problem geben. Feuchte vom Holz. Das Holz hat circa jetzt 6 Jahre gelegen. Davor hat es auch schon bestimmt 20 Jahre gelegen, weil das hier ist alles richtig gutes Holz. Es hat alles einwandfrei gelegen. Es hat jetzt nicht in einem akklimatisierten Raum gelegen, aber es sind jetzt auch keine minus 20 Grad. Das ist schon alles okay gewesen. Und ich kann halt immer nur noch darauf hinweisen, bei den ganzen anderen Stellen hat es funktioniert, außer bei dem einen Stück. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr schreibt, woran es liegen kann, dass Meranti sich, also dass sich Meranti in diesem Fall nicht so schön leimen lassen wollte. Ist jetzt aber auch egal. Ich löse jetzt die ganzen Klemmen, damit wir es endlich auf die Drechselbank bekommen. Ihr seht hier die Oberfläche und die werden wir jetzt mit dem Exzenterschleifer schleifen. Wir haben lediglich hier so einen kleinen Versatz drin. Den müssten wir aber auch relativ gut wegschleifen können.
Schwarze ist gehobelt. Oben ist auch so ein bisschen grob geschliffen. Und hier müssen wir jetzt gleich Nuten reinschneiden. Das machen wir an der Tischkreissäge. Und für welche Teile überhaupt? Ich habe gerade im Hintergrund ein paar Walnussstreifen zugeschnitten. Das sind diese hier. Und die sollen später einmal die Füße von dem Hocker sein. Und damit wir die Teile jetzt noch hier schön einlassen können, habe ich das noch rechteckig gelassen. Denn jetzt können wir die Nuten einfach an der Tischkreissäge schneiden. That's the thing you have to think. Yes? Ich markiere die Mitte hier übrigens nicht über die Diagonale, sondern über die Mitten hier, die ich gerade markiert habe. Denn ich denke, das wird dem Auge am ehesten auffallen, wenn das außermittig ist. Ach, fuck. Na. Scheiße. Scheiße Katastrophe. Na, was ist das denn für Scheiß? I'm like a wrecking ball. Da. Mitte kann man noch eher arbeiten. Ja, und auf meine Standbohrmaschine passt das Teil auch nicht. Wie gesagt, das wäre eigentlich wieder der Grund, warum eine Säulenbohrmaschine einfach geiler ist. Aber ich zeige euch jetzt eine Alternative, die ihr machen könnt. Als erstes brauchen wir nämlich jetzt zwei Rohrschraubzwingen als Unterlage. Und als nächstes können wir quasi hier diese Schablone, die ich gerade hergestellt habe, die können wir hier drauf spannen, damit uns der Bohrer nicht so schnell nach links oder rechts abwitscht. Das müssen wir jetzt nur so ein bisschen positionieren. Hoffen wir, dass das jetzt mal funktioniert. Puh, da hat aber ganz schön Hudeln, der Bohrer. Jetzt müssen wir noch den Mittelpunkt ein klein bisschen größer bohren. Ich werde das Stück Holz nie ganz durchschieben, denn dann werden die ganzen Späne immer direkt runtergeleitet und fliegen hinten nicht raus und somit in den Raum. Jetzt haben wir endlich diesen ganzen Klotz vorbereitet, damit er auf die Drechselbank kann. Und da freue ich mich jetzt so mega. Das mit den Nuten hier hat relativ gut funktioniert. An einer Stelle habe ich so ein bisschen das Teil versaut. Und nur ein ganz klein bisschen, das kann man später beim Leimen nochmal ein bisschen ausbessern. Und jetzt kommt es auf die Drechselbank. Das Loch habe ich übrigens auf die linke Seite gebohrt, damit ich das Ganze auch einfacher einfädeln kann. Und falls, was wahrscheinlich nicht passieren wird, das Ding sich losrüttelt, hat es links mehr Führung und rechts habe ich auch eine kleine Bohrung angebracht. So. Ey, das passt so genau. Als erstes werde ich jetzt hier die Spitzen wegdrechseln, damit ich mit der Messerauflage überall drunter komme. Und dann werde ich einfach langsam das Ding runddrechseln. Ihr fragt euch vielleicht, wo man da hinschauen soll, wenn man das Ganze bearbeitet, damit man auch sieht, wo Holz ist, wo wenig Holz ist, wo viel Holz ist, damit man halt nicht zu krass viel Material auf einmal abnimmt. Und man muss sich einfach die Silhouette beim Drehen anschauen, denn da erkennt man wirklich die äußerste Schicht. Wenn ihr zum Beispiel hier zwischen der Messerauflage schaut, erkennt ihr dort links die Schicht Holz. Dort hinten ist noch das Material unbearbeitet. Hier seht ihr, wo ich schon gedrechselt habe. Außerdem könnt ihr auch hier die Silhouette erahnen. Hier habe ich schon weggedrechselt und dort noch nicht. Und so könnt ihr euch einfach so ein bisschen einen Überblick verschaffen, wo ist Holz und wo ist eben kein Holz.
müssen wir ja dieses Teil schleifen. Und da gibt es was Neues auf meinem Shop. Das ist relativ praktisch, das ist auch relativ günstig. Das sind Schleifscheiben, die ihr auch auf den Akkuschrauber spannen könnt. Das hier ist das Schleifpad. Dann habt ihr hier dieses Teil. Das verhindert auch, dass es sich aufdreht. Und hier habt ihr zwei Auflagen quasi. Die eine ist halt weicher und die hier ist halt fester. Auch habe ich das entsprechende Schleifpapier-Set. Das geht von 60 bis 600 und das werden wir jetzt benutzen, um das Ding zu schleifen. Ich glaube, ich muss noch nie so wenig schleifen. Coole Sache. Ich habe einen Fehler gemacht. Den zeige ich euch gleich. Aber grundsätzlich, das Holz und die Optik gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist richtig cool schon geworden. Und zwar hatte ich einen massiven Denkfehler. Denn natürlich muss hier diese Fläche 90 Grad zu hier diesem Material haben. Wenn ich die Maschine einschalte, sieht man das ganz extrem. Und das bedeutet wiederum, dass hier meine Schnitte schief sind. Und das bedeutet wiederum, dass die späteren Beine auch schief sein werden. Man könnte ja jetzt natürlich sagen, das Projekt ist für den Arsch, aber das gefällt mir trotzdem schon ziemlich gut. Deswegen will ich dieses Teil ja auch nicht wegwerfen, sondern damit weitermachen, was ich jetzt habe. Natürlich will ich mir jetzt nicht unten die Kanten von den Nuten zermacken. Deswegen lege ich mir hier ein Stück Leder unter. Das federt dann alles so ein bisschen ab. Denn ich muss hier bei ein paar Nuten noch ein bisschen was nachschneiden, weil ich nicht lang genug geschnitten habe. Das passt mal soweit. Das ist doch so schön. Alter, der ist saugemütlich. Ich habe gerade hier unten diesen Nippel mal noch weggeschliffen. Dazu habe ich auch diese Schleifpads benutzt. Und es gibt noch ein kleines Loch hier unten. Das stört mich aber nicht so weit, weil man das auch eigentlich nicht sieht, wenn der Hocker normal steht. Außerdem habe ich jetzt noch hier diese Füße erstmal auf eine gleiche Länge geschnitten, denn ich glaube, der kippelt fast gar nicht. Und bevor ich irgendwas ausmesse, werde ich die einfach jetzt mal einbauen und schauen, ob der Stuhl irgendwie kippelt. Und dann kann ich mich die finale Form noch anbringen. Eigentlich müsste der Stuhl kippeln, aber irgendwie hat er es gestern nicht so wirklich getan. Schreiben bestimmt wieder einige, wie ich das Holz so böse behandle, weil ich da so reinknüpfe. Der Stuhl steht schon ziemlich gut, aber ein ganz klein bisschen kippelt er dann doch noch. Das werden wir jetzt mal schnell einstellen. Und schon kippelt der Stuhl nicht mehr. Das nenne ich mal praxisorientiertes Arbeiten. Oder wie nennt ihr das? Das hier werden ja später die Beine und die habe ich an der Bandsäge so ein bisschen zugeschnitten. Und zwar habe ich Schräge reingeschnitten, damit sie einfach ein bisschen eleganter aussehen. Eigentlich wollte ich auch am Anfang mit dem Abrundfräser einfach die Kante hier abrunden, aber das ist ein bisschen blöd, denn die Innenseite kann ich ja am Anfang noch nicht abrunden, denn das Teil befindet sich innen und dort komme ich dann nicht genau mit dem Abrundfräser hin. Das bedeutet, ich müsste ganz genau auf das Endstück fräsen, damit das halt auch eben passend aussieht. Und weil das ein bisschen schwierig ist und ich das Risiko nicht eingehen will, mache ich jetzt einmal eine Phase ran
und schleife die Ecken so ein bisschen rund. Den Sägeschnitt, den habe ich übrigens am Kantenschleifer glatt geschliffen, weil ich noch keine Vorrichtung habe, um diese, eigentlich heißen sie Taper, zuzuschneiden. Vielleicht wird das mal ein Video für eine eigene Vorrichtung. Mit diesem Stück Holz hier werden wir jetzt einen kleinen Stopfen drechseln, denn der Stuhl ist hier gerade am Aushärten. Und hier oben ist aber noch ein Loch, wo wir das ganze Teil gedrechselt haben. Und Rubin ist einfach immer ein schönes Holz, deswegen werden wir dieses Holz benutzen, um hier oben einen kleinen Pfropfen zu drechseln. Wie tut er dies nur? Ist er denn hier am Zaubern? Nicht ganz. Ich habe mir jetzt einmal das Teil hier markiert, wo ich es abschneiden kann bzw. abstechen kann. Würde ich sagen, tun wir das doch gleich hier auf der Drechselbank noch. Ihr seht jetzt hier dieser Zapfen, der passt jetzt schon relativ stramm rein. Ich werde jetzt hier innen als mal gut Holzland drauf geben. Let's give it a sanding! Jetzt kommen wir mal wieder zur schönsten Arbeit und das ist das Finish. Und ich benutze in dem Fall mein eigenes Finish. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wundert euch nicht, ich habe die nur rot angesprüht, damit ihr einfach seht, dass das meine ist und nicht irgendwie in Umlauf gerät und dann in einem Paket endet. Das ist der eigentliche Grund. Geile Sache, ey. Bei dem Finish ist es eigentlich nur wichtig, dass man das einmal gut aufträgt und dass man direkt den Überschuss abnimmt. Denn gerade wenn es jetzt ein bisschen kälter wird, ist es so, dass es wegen dem Biegenwachs ein paar Probleme geben könnte. Wenn ihr es einfach zu lang drauf lässt, dann wird es nämlich so ein bisschen klebrig, weil einfach Bienenwachs so ein bisschen patschig ist. Aber wenn ihr das dann einmal gut abreibt, ist das gut. Und wenn das beim ersten Mal nicht richtig gut abreibt und es dann so ein bisschen patschig ist, könnt ihr es immer noch richtig abreiben. Also eigentlich auch nicht so ein großes Problem. Mach bei den Füßen extra mal noch kein Wachsfinish unten drauf. Denn eventuell will ich da ja noch solche Softpads drunter machen. Und die kleben dann natürlich nicht mehr, wenn da alles voller Wachs ist. Boah, sieht das schon mal geil aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schön hier die ganze Kombination aussieht. Meranti wird immer relativ dunkel. Boah, das sieht ja mega aus. Hier glänzt das Holz so richtig. Ich glaube, das ist so ein Markspiegel, der hier so leicht angeschnitten ist. Gucken wir aber mal, dass wir das Finish überall drauf bekommen. Alter, ist das geil. So, und jetzt greife ich mir direkt ein bisschen Papier und reibe den Überschuss so ein bisschen ab. Da
damit ich die Oberseite auch noch entbehandeln kann. Und erhalten bleibt am Schluss so ein matter Glanz. Und es gibt solche Visitenkarten, die haben solche Bienenwachs-Haptik. So fühlt sich hier diese Oberfläche dann auch so ein bisschen an, als wenn einfach, beziehungsweise es ist ja Bienenwachs drauf. Aber so, vielleicht habt ihr so eine Visitenkarte mal in der Hand gehabt, fühlt sich so ganz samtig an und das bleibt auch sehr lange erhalten. Geile Sache, geile Sache. Also der Hocker ist schon mal fertig und man kann definitiv drauf sitzen. Hier der Boden ist natürlich nicht eben, deswegen kippelt er jetzt so ein bisschen. Aber das war das Projekt für heute. Man mag es kaum glauben, aber eigentlich war dieses Projekt super simpel. Ich habe ein Viereck hergestellt, habe dort ein paar Nuten reingeschnitten, habe das rund gemacht und habe dann vier Beine reingemacht. Also eigentlich aufwendig bzw. schwierig ist das Projekt definitiv mal nicht gewesen. Aber ich denke einfach, die Form macht das so ein bisschen aus. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Kommentar, was du dazu sagst. Und ich bin super, super happy, denn das Teil ist definitiv nicht zu groß. Und jetzt habe ich endlich mal noch einen zweiten Sitzplatz, falls jemand zu mir ins Büro kommt. Dann kann er sich auch mal ordentlich hinsetzen. Und vor allen Dingen kann man das Teil hier auch nicht nur als Hocker benutzen. Man kann es als kleinen Beistelltisch auch zusätzlich noch benutzen. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kann man es rumdrehen und dann kann man sich einfach die schöne runde Unterseite anschauen. Das soll es auf jeden Fall mit dem Video für heute gewesen sein. Richtig, richtig tolles Holz. Und das sind solche Projekte, da kann man einfach geiles Holz benutzen, weil es einfach richtig gut zur Geltung kommt. Da will man sich eigentlich gar nicht draufsetzen. Bin mal gespannt, wie viele Leute schreiben, dass ich jetzt noch ein Sitzstück bzw. ein Stoffstück machen soll, das dann hier drauf liegt, dass man weich sitzt. Aber dann sieht man es Holz nicht mehr. Die Abmoderation war schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.